Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut euch wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder ein kleines Kisten-Opening machen. Ich war wieder fleißig, bin hier quasi gerade eine Vision mit 5 Masken durch und ich hoffe, dass wir gleich das ein oder andere gute Item drin haben werden. Ich bin ja immer noch so ein bisschen am Liebäugeln mit einem Zwielichtverwüstung Rang 3 Item, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ein blaues Item ist, sondern ein bisschen mehr Item-Level hat, das ich auch vernünftig anziehen kann. Und da ist ein Gürtel drin und ich habe mir sagen lassen, da ist jetzt ein krasser Stat drauf und... Ach, Abklingzeit. Warum? Aber nee, das kann ich nicht brauchen. Selbst wenn ich den Corruption-Effekt runtermache, ist es halt trotzdem Kacke. Ja gut. Es war mal wieder eine Nullnummer, aber wir laufen die Woche noch vielleicht die ein oder andere Vision und vielleicht haben wir da dann was drin. Zumindest konnten wir jetzt den Umhang wieder ein bisschen upgraden. So, da la, wieder ein erfolgreicher Run durch. Schauen wir mal, was wir in der Kiste haben. Ich hatte eben einen Kunden, mit dem das eigentlich relativ gut durchlief. Hat sich hingelegt, kein Stress, easy. Der wollte erst mitlaufen, das konnte ich ihm zum Glück ausreden. So, und jetzt schauen wir mal. 465 müssten wir drin haben. Schuhe mit Mastery. Oh, warum? Das wäre halt echt nicht schlecht gewesen. Versa, Mastery, Lifesteal. Lifesteal ist halt schon gut, ne? Ich bin fast am Überlegen, ob ich die nehme und für mein PvP gehe, weil Lifesteal ist natürlich schon nice. Der Tertiär-Stats macht. Ja gut, das muss ich mir nochmal überlegen. Ja, das soll es für die Woche schon gewesen sein. Die Woche nur 2 Runs. Mal gucken, ob wir nächste Woche dann wieder ein paar mehr laufen können. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch, bis dann. Ciao.